Hallo und schönen guten Abend zur den schrägen News der KW43. Ja, schon wieder ist es Abend, aber ihr erfahrt gleich warum. Meine Themen heute sind: Irgendwas ist los auf dem Hockenheimring an diesem Wochenende. Das Model 3 kommt nach Deutschland. Merkel hat jetzt auch ein Dieselgate. Und die Tesla-Quartalszahlen sind vorgelegt worden. Wie immer, dies ist eine Dauerwerbesendung. Ich bekomme aber nichts von den Firmen, die ich hier in irgendeiner Form nenne oder sogar empfehle. Ja, an diesem Wochenende sind wir endlich auf dem Hockenheimring. Wir, das ist Next Move, ist nämlich ein Next Move Day, kombiniert mit einem Fantreffen von mir und Tausenden von Rundfahrten und noch einem anderen Begleitprogramm sogar. Verkehrsminister Herrmann ist da und wird die Parade anführen in einem E-Smart von Next Move. Jo, aber gehen wir mal der Reihe nach. Am Samstag war auf jeden Fall die große Übergabe vom Model 3 an mich, damit ich es von München überführen konnte. Und was gab es denn noch? Die Länder wollen jetzt, dass hier die Hersteller die kompletten Kosten übernehmen für die Nachrüstung, wenn es denn jemals eine Nachrüstung geben wird für Dieselhardware. Ja. Und die LKW-Maut soll erhöht werden. Okay, und die PKW-Maut kommt, glaube ich, später. Und Tesla, ja, unterliegt leider im Streit mit der Umweltprämie. Jetzt ist abzuwarten, ob Tesla das irgendwie selber dann zahlt für die Kunden. Das bin ich nochmal gespannt, was da läuft. Und ja, es gibt wieder Apple-Neuigkeiten. Am 30. Oktober gibt es wahrscheinlich neue iPads. Okay, habe ich nur reingenommen, weil das Display im Tesla ja so aussieht wie ein iPad. Und irgendwie sämtliche Autos jetzt irgendwie so riesen Displays kriegen. Ja, und es wird einen Rückruf von Opel-Fahrzeugen geben. 100.000 Dieselautos, vor allem auch Zafiras und so weiter. Zafira habe ich gefahren. Ich habe einen Diesel-Zafira gefahren als Dienstwagen. Ja, hat eine unzulässige Abschaltvorrichtung, wurde festgestellt. Also auch Dieselskandal und irgendwelche Manipulationen bei Opel. Ja, letzte Woche hatte ich es ja gesagt am Samstag, deshalb auch die Ankündigung. Letztes Mal ja schon am Freitagabend, genau wie diesmal. Ich habe ein Model 3 geholt von Next Move in München und per Glimpse bin ich dann auch hier weitergefahren. Und hier habe ich mal ein paar Bilder noch für euch. Das ist jetzt bei der Niederlassung von Next Move. Das hier auch mal von oben. Das ist Manfred, der mit mir gefahren ist. Und dann auf der Fahrt haben mich auch noch ein paar Fans fotografiert, gefilmt. Wir haben dann in Jettingen-Scheppach nochmal angehalten. Da haben wir auch Manfreds Auto nochmal ein bisschen geladen. Und danach nochmal in Ulm. Ulm sieht man hier nochmal. Und ich habe dann am Montag drauf noch eine kleine Tour gemacht hier bei mir von Weilheim Tech, nämlich hier runter zum Jerome Brunel nach Horb bzw. Sulzföhringen und dann auch hier drüben an den Tesla Supercharger in Leonberg. Auch da habe ich euch ein paar Fotos hier. Das ist Sulzföhringen mit dem Jerome. Er guckt sehr skeptisch auf das Display, hat er da rumprobiert. Okay, ja, er ist natürlich wieder Tesla-Fahrer, der Horst steht hier, ja, und das ist dann in Leonberg. Und da haben wir den Nino vom Danzai-Blog und die Danica getroffen und die haben auch schon ein Video veröffentlicht über die Türgriffe. Und hier die ganzen Fans, also über 20 Leute, waren auf jeden Fall in Leonberg. In Sulz waren vier Leute da, ne, drei, ja, drei, da war es ein bisschen weniger, da war es auch schon ein bisschen früher. Und auch die anderen, also gerade auch hier auf der Rückfahrt noch in Ulm waren unheimlich viele Leute. Super, also ganz toll, dass ihr da alle da wart. Und ja, fand es schön, dass so viele das auch angucken konnten, das Auto. Ich habe dann sogar noch hier, ich habe es auch aufgeladen, an Typ 2. Also irgendjemand hat mir geschrieben, der auch einen so einen Import hat, so einen US-Import. Er hätte es auch hingekriegt, dass er am Supercharger lädt. Da wäre es natürlich schön, wenn du das mal in irgendeinem Video auch zeigen könntest, weil wir sind hier völlig suspekt, dass das irgendwie gehen soll. Weil allein auch von der Freischaltung her, also wenn das Auto sich dann authentifiziert am Supercharger, kann das ja eigentlich gar nicht sein. Also, keine Ahnung, da müssten die ja pauschal Teslas freigeschaltet haben. Ja, steht auf jeden Fall bei mir vor der Tür oder stand bei mir vor der Tür. Ich habe es bei mir in der Firma auch nochmal ein paar Kollegen gezeigt. Die waren auch alle total begeistert. Und dann musste ich es leider ja am Dienstag dann doch mal zu Next Move fahren, damit es der Micha am Freitag dann nach Hockenheim fahren konnte. Hat er hoffentlich jetzt schon gemacht. Hier nochmal die offiziellen Unterlagen. So sieht das ja aus mit dieser Keycard. Hat super funktioniert. Ist sehr, sehr gewöhnungsbedürftig, geht auch nur auf Fahrerseite. Also der Key-Fob wäre wirklich nur eine Erweiterung. Und hier jetzt mal den Original-Fahrzeugschein.
mit den Angaben hier, ich habe es extra für euch rausgesucht, 150 Wattstunden pro Kilometer, also 15 Kilowattstunden auf 100 Kilometer, Reichweite 500 Kilometer, Batteriekapazität 75. Wobei ich da so seltsame Effekte hatte. Ich habe irgendwie mal die Hälfte war noch drin im Akku und er hat gemeint, er hätte irgendwie nur 32 Kilowattstunden verbraucht. Ich weiß jetzt nicht genau, ob es daran lag, dass er den Rest rekuperiert hat. Also ich konnte das nicht so ganz nachvollziehen, aber die Rechnereien machen ja gerade die Kollegen noch. Ich hatte auch irgendwie vermutet, dass die Umrechnung von den Prozenten in Kilometer nicht immer denselben Faktor hat, sondern auch ein bisschen abhängig ist von der Fahrweise. Ja, ich muss das mal überprüfen. Einige haben jetzt gesagt, bei den Videos, die ich reingestellt habe, war das eigentlich nicht so zu sehen. Jo, Fazit von meiner Seite jetzt mal hier ganz schnell. Ansonsten die Videos gucken dazu. Der Kofferraum ist meiner Meinung nach tatsächlich ein Problem. Ich habe jetzt ja meinen Koffertest gemacht. Ihr seht das in dem Walkthrough-Video dann auch. Es ist schon ein bisschen schwierig. Ein paar Sachen hätten sie echt vermeiden können, also die jetzt nochmal zu Problemen führen, gerade der Kofferraum hinten und sagen wir mal auch die Türgriffe hätten nicht sein müssen. Ansonsten ist das Auto einfach genial. Es fährt sich wirklich wie ein kleines Model S. Und für Leute, die nicht ständig Tesla fahren, ist das wirklich nochmal eine ganz andere Kategorie von Auto. Also wenn man jetzt wirklich von einfacheren Autos herkommt, ist das nochmal was ganz anderes. Und wenn man das für 40 und vielleicht auch nur auch für 50.000 Euro bei uns hier in Deutschland kriegen würden, ist das ein Gamechanger, sage ich nochmal ganz deutlich. Da können ein Kona und Ioniqs und sonst welche Autos, i3s, die können einfach da überhaupt nicht mithalten. Das ist eine ganz andere Klasse, meiner Meinung nach. Guckt es euch selber an. Dann werdet ihr es sehen. Jo, ich war dann jetzt endlich mal am Montag. Wir hatten stundenlang Sperrung von der A8. Warum? Weil ein LKW-Fahrer wieder total in die Baustellenbegrenzung reingefahren ist und umgekippt ist. Er ist nämlich zu schnell gefahren. Ich bringe das hier nur, weil auch die LKWs, das haben wir gar nicht immer auf dem Schirm, natürlich mit autonomen Systemen demnächst fahren werden und Auffahrunfälle und auch sowas hoffentlich dann vermieden wird. Also der ganze LKW-Verkehr sollte eigentlich wie so hintereinander laufen, wie so auf Schienen, so konvoimäßig, ne? Das ist ja auch das, was Elon sich vorstellt für seinen Semi-Truck. Und man will mehr Geld für künstliche Intelligenz ausgeben, spielt genau in dieselbe Richtung, intelligentere Systeme. Sie sollen uns Menschen natürlich nicht die Arbeit abnehmen hier mit Tapezieren, sondern eher solche Geschichten uns unterstützen. Das ist auch die Idee bei Tesla, nicht das abnehmen, sondern unterstützen. Bin mal ganz gespannt, wie es weitergeht. Google will irgendwelches Geld von Android-Herstellern. Na gut. Ja, die müssen irgendwas Geld wieder reinkriegen, wenn sie die Strafen bezahlen wollen. Ja, jetzt die Städte wollen irgendwie von der Merkel jetzt wissen, wie es weitergeht. Und die sagt dann einfach, ja, die müssen ja die Grenzwerte nicht so einhalten. Was? Was sagt die da? Die sagt, ja, wenn man so knapp dran ist, dann könnte es ja auch sein, dass man mal darüber hinwegguckt. Ich habe schon das Gefühl, die will neue Grenzwerte einführen. Also so kann es ja nun überhaupt nicht sein. Es ging auch untaugliche Rezepte hier. Die Kommentare gingen auch in die völlig falsche Richtung. Der Bürger wird beim Diesel für dumm gehalten. Ne? Also, nee, also keiner hat die Meldung richtig aufgegriffen, aber im Grunde steht da drin, ja, die Grenzwerte haben wir halt damals irgendwie ein bisschen zu scharf festgelegt. Jetzt halt können wir die technisch nicht einhalten, dann müssen wir halt die Grenzwerte ändern, auch wenn es für den Menschen schädlich ist. Ich hoffe, die Grenzwerte sind danach festgelegt, ob sie jetzt schädlich sind oder nicht und nicht nach der technischen Machbarkeit einer Abschaltvorrichtung. Also bin mal gespannt, wie die Diskussion weitergeht. Weil weiterhin bin ich ja der Meinung, die Städte müssten sich eigentlich selber anzeigen oder selber die Maßnahmen mit Fahrverboten ergreifen, wenn sie merken, bei ihnen werden die Grenzwerte nicht eingehalten. Warum müssen die immer verklagt werden? Ist mir unklar. Also wieso, ne? Daimler macht weiterhin diese Kampagne und Harley-Davidson hat hier einen Gewinn, ne? Hat einen Gewinn und Renault hat einen Verlust. Wieso hat eigentlich Renault einen Verlust? Ja, die sollten mal langsam die Zoe 2 oder Zoe 3 rausbringen oder was auch immer, ne? Kommt nichts von denen mehr. Ja, dann habt ihr auch, ja, wenn ihr weiterhin nur Verbrenner bauen wollt, nee, nee, keine Ahnung. Also die Bevölkerung ist komplett unzufrieden, ist von Merkel hier, ne, und Kretschmann auch. Und Kretschmann sagt ganz unten, auf die Idee mit den Grenzwerten wären wir auch schon vorher gekommen. Also, es ist ein totaler Unmut da, ist ja gerade sowieso ein Unmut da nach der letzten Wahl in Bayern und der in Hessen jetzt am dem Wochenende. Ey, also da muss jetzt langsam mal was laufen, aber lieber Herr Winfried Kretschmann, Ministerpräsident hier der Grünen bei uns in Baden-Württemberg, hier in Baden-Württemberg muss jetzt auch mal endlich was laufen. Ich sehe schon, dass was läuft, aber ein bisschen konkreter vielleicht und die Windräder nicht immer abschalten. Ja, VW hat festgestellt, alle wollen SUVs und sie haben ein Passat.
Passat ist ein Kombi. Wir meinen immer, wir brauchen Kombis, wir müssen Kühlschränke transportieren. Deshalb Problem mit dem Kofferraum vom Model 3. Nein, wir brauchen SUVs. In SUVs können wir aber auch wieder Kühlschränke transportieren. Das ist ja immerhin ein Zusammenhang. Sie haben jetzt gemerkt, dass das nicht klappt und deshalb müssen Sie Kurzarbeit beantragen. Aha, sehr witzig. Und Sie wollen dann in Zukunft, glaube ich, SUVs präsentieren, bauen, das kommt noch. Die Uber-Autos werden jetzt E-Autos in London. Ah, Uber. Uber ist immer noch irgendwo da, ne? In London, da dürfen sie ja scheinbar fahren und machen das jetzt mit E-Autos. Super. Was ich von Uber halte, weiß ich nicht. Also, dann lieber richtig. Aber wahrscheinlich ist Uber sowas dazwischen wie ein Plug-in-Hybrid, sowas dazwischen zwischen selber fahren und gefahren werden und Taxi und auch nicht. Ja, also warum es Uber überhaupt gibt, weil Taxifahren so teuer ist, ne? Und die anderen nicht funktionieren. Ja, keine Ahnung. Und dieser Staubsaugerhersteller, der baut auch ein E-Auto. Ja, da bin ich auch mal gespannt. In Singapur jetzt, also war vermutlich günstig. Und plötzlich kommt er. Ne? Und das macht dann wahrscheinlich ein schönes Geräusch als Fußgängerwarnung. Oder? Denke ich mal. Die sind dann Experten in sowas. Jo, Mittwoch, Mittwoch. Also es gibt doch Elektro-LKWs in Berlin jetzt, Test zumindest. Also das kommt auch, ja. Ja, hier, französische Parlament hat festgelegt, schmutzige Autos werden jetzt stärker besteuert mit der Strafsteuer. Das ist auch was. Das ist eine ganz positive Meldung. Das könnten wir hier in Deutschland auch irgendwie bringen. Warum können das immer nur die anderen? Warum können wir das nicht? Französischen Automobilhersteller gibt es doch auch. Was sagen die dazu? Das kommt natürlich bei mir nicht, ne, in der Presse. Das muss ich woanders lesen, in der französischen Presse. Ja, BMW hat auch ein Problem. Sie müssen hier auch wegen austretender Kühlflüssigkeit bei Dieselfahrzeugen 480.000 Dieselfahrzeuge zurückrufen. Ja gut, Tesla hat jetzt mal gerade 100.000 Model 3s gebaut. Das ist natürlich eine ganz andere Dimension. Das fällt mir jedes Mal auf, dass die natürlich dann immer gleich so Bosch, so ganze Hunderttausende da also zurückrufen müssen, ja, ganze 500.000. Okay, also richtig Ärger hier. Ja, wo wir nach München gefahren sind, bin ich mit Manfred hier vorbeigekommen an dieser Stelle, wo gerade die Neubaustrecke, das ist eine Bahnstrecke gebaut wird, und da wird jetzt tatsächlich am Eichelberg, wird jetzt halt die Alpaufstieg, wird jetzt tatsächlich so die Brücke da gebaut, so direkt so raus, so da ist der Tunnel und dann hier so direkt raus über das Teil, ne? Also wir können auch bohren, Boring Company, das können wir auch in Deutschland und wir können auch Brücken bauen. Ja, also wir können schon was. Deutsche Ingenieurskunst, wir werden doch wohl ein paar vernünftige E-Autos hinkriegen. Und Ladestationen, ey. Ja, irgendwie Sinneswandel. Ab Mittwoch ging der Sinneswandel los bei der Börse. Viele Börsianer und vorrangig hier so jemand, der bisher immer gegen Tesla gewettert hatte. Andrew Edward Left von Citron Research. Ja, der hat immer diese ganzen Negativsachen da gehabt und war der totale große Tesla-Skeptiker. Und diese ganzen Shorties und so weiter angestiftet und lange solche Sachen gehalten. Und der hat jetzt gesagt, nein, ab jetzt geht's aufwärts. Warum? Weil nämlich im dritten Quartal Gewinn gemeldet wurde. Schwarze Zahlen, vorher ja totaler Minus. Und hier sieht man es nochmal ganz klar, hier 56.065 Einheiten vom Model 3 im Q3 gebaut. Ja. Und vom Model S und X zusammen ja nur 27.710. Also seht ihr mal den Unterschied. Das ist jetzt tatsächlich das Massenmarktmodell. Ist es schon. Und jetzt muss einfach weitergehend stabilisiert werden, wie das hier auch so schön von Elon Musk in dem Bericht dann kam. Das muss jetzt einfach passieren. Wir sehen es nachher noch bei Bloomberg, ob wir es schon sehen. Bei mir kam das jetzt noch nicht am Donnerstag. Da ging erstmal Flixbus elektrisch weiter. Die fahren von Frankfurt nach Mannheim jetzt elektrisch. Das war ja damals angekündigt. Jetzt machen sie es tatsächlich. Guck mal, die haben einen Doppellader, die haben zwei Kabel dran. Ja, und PSA steigert den Umsatz dank Opel um 8%. Das verstehe ich auch nicht so ganz. Also einige gehen hoch, andere runter. Und hier, das ist ja mein großer Kampf gegen den Lärm, den Krach hier in meiner Straße und überhaupt und auf der Schwäbischen Alb. Also deshalb fahre ich ja Elektroauto, weil es so schön leise ist. Da kannst du die, dann, wenn du fährst, die Scheiben runterlassen und du hörst die Natur. Hab ja bei euch auch mal ein paar Videos gemacht. Das ist ja wirklich Wahnsinn. Also, dass du so lautlos durch die Gegend fahren kannst, vor allem wenn du leiser fährst, wenn du noch nicht so das Abrollgeräusch hast. Also leiser, aber langsamer. Langsamer und damit leiser, unter 60. Ja, und hier, Porsche SE, das ist praktisch die Piëch-Familie und Co. Die haben jetzt ihren eigenen Chef verklagt, Winterkorn, und wollen von dem Geld, weil er sie zu spät informiert hat und sie jetzt total in die Minus gelaufen sind mit ihren Aktien und andere ja auch, ne? Und da ist tatsächlich, jetzt geht's los. Irgendwie natürlich werden die alle Revision noch einlegen, aber ist mal generell,
festgestellt worden, VW hätte früher informieren müssen, dass sie da illegale Abschalteinrichtungen im Betrieb haben. Na, ich hätte das auch nicht gemacht, aber sie hätten das Ende kommen sehen müssen und dann doch mal irgendwann zugeben müssen, ey, wir sind die Bösen. Ja, sie wurden dann gezwungen, und zwar über Amerika, und dann kam es erst zu uns. So war ja das damals. Ging noch weiter hier. VW-Verkaufsziele in China wurden gesenkt. Keine Ahnung, haben sie dort auch ein WLTP-Problem? Ich weiß nicht, was sie dort für ein Problem haben, aber sie mussten das mal senken. Okay, und Daimler macht auch in China was mit Geely, ne? Dem Großaktionär da. Der macht jetzt Luxusfahrvermittlung, also diese ganze Sharing-Geschichte und Vermieten und so. Das ist total in gerade. Nicht mehr selber kaufen, sondern immer nur das aktuelle Mieten, so wie bei mir jetzt hier bei Nextmove, immer die aktuellen Fahrzeuge und dann die nächsten. Ja, es ist zwar ein bisschen teurer im Prinzip, aber du hast immer die aktuellen Sachen und du musst nicht selber richtig groß investieren. Ja, also es ist durchaus was dran oder auch nur, wenn du es brauchst. Das ist dann Sharing-Charakter noch, also nur mieten, wenn du es wirklich brauchst. Ja, das ist auch noch so ein Gedanke. Und schon wieder ein Unfall hier, schon wieder ein Stauende aufgefahren. Ne? Was ist der Mann, ist am Mittwoch ungeklärte Ursache, ungebremst auf das Stauende auf einen LKW aufgefahren. Ja, ist auch sowas. Das sollte nicht mehr passieren. Das sollten die neuen Autos, müssen das einfach können. Ja, überraschende Wende bei Tesla. Auch hier bei mir jetzt hier in den Tech-Booten. Ja, also auch hier, dass prominente Wall Street-Investoren jetzt sagen, die bisher gegen Tesla gewettet haben, jetzt eine Kehrtwende vollzogen haben, und Next Move twitterte dann am Morgen, das Model 3 wird vermutlich noch dieses Jahr in Europa zu bestellen sein. Und das ist es, die Kehrtwende. Es geht jetzt los, Leute. Es passte super zusammen, dass ich das Model 3 ja hatte. Und hier bei mir jetzt auch ein historisches Quartal. Zum ersten Mal Quartalsgewinn. Ein Nettogewinn von 311,5 Millionen Dollar. Ja. Umsatzsteigerung zum Vorquartal, da war noch ein Verlust von 619. Da seht ihr mal den Unterschied hier. Hier gleich ein Gewinn und da der Mordsverlust. Also jetzt geht's aufwärts. Mal schauen, was passiert. Wie hat die Börse darauf reagiert? Kommen wir ja gleich noch dazu, ne? Ja, und hier, das ist das. Volkswagen baut jetzt 30 neue SUV-Modelle, wahrscheinlich erstmal Verbrenner, ne? Ja, dummerweise hat ja VW in ihrem IDs überhaupt nicht vorgesehen, dass das SUVs werden. Höchstens Mini-SUVs, eher so klassische Autos. Jetzt bauen sie also doch SUVs. Ich hoffe nicht, dass sie die jetzt auch alle wegschmeißen. Also die schönen IDs sind auch nur so Dinger. Also 30 Geländewagen-Modelle nennen die das tatsächlich auch. Wahrscheinlich werden es Verbrenner sein. Na schön. Es gibt hier irgendwie Vorschläge für den neue Jobs beim Kohleausstieg. Ich habe sie dann aber nicht gefunden hier. Und die PKW-Maut, die geht nicht. Die ist inkompatibel zum EU-Recht. Ich weiß nicht, das Detail war irgendwie, man wollte doch eigentlich, man sollte die zurückgelegte Entfernung sollte eigentlich berechnet werden. Und in Deutschland ist es aber so, dass es pauschal für einen bestimmten Zeitraum erhoben wird, also fürs ganze Jahr. Ja, jetzt müssen sie das noch kompatibel machen. Ich weiß nicht, wie ist es beim LKW eigentlich? Die buchen sich doch ein und dann auch wieder raus, ne? Ich weiß gar nicht, ist das dann auch pauschal oder aufgrund zurückgelegter Entfernung? Weiß ich gar nicht, wie das ist. Müsste man mal rauskriegen. Ja, Daimler hat auf jeden Fall ein Problem. Also hier zumindest mal ein Umsatzrückgang, okay. Und Gewinn ist auf jeden Fall stärker zurückgegangen, weil die ja auch so Rücklagen gebildet haben, weil sie ja wissen, sie müssen vermutlich auch eine Strafe zahlen. Ich meine, ich frage mich natürlich, wie man mit jetzt 300 Mitarbeitern das machen will. Seit wann hat eigentlich Daimler nur 300 Mitarbeiter? Na gut, da fehlt die Einheit irgendwie. Also, aber wir sind aus heutiger Sicht, gehen wir von einem Wachstum aus im PKW-Markt. Ich hoffe im E-PKW-Markt. E. Und ihr seid hoffentlich auch dabei mit euren EQCs, EQB, EQA. Also ich habe die Vermutung, wir sehen jetzt tatsächlich die getarnten Fahrzeuge, die alle so SUV-mäßig aussehen. Das sind EQBs. Bin heute auch hinter einem oder einer ist hinter mir gefahren. Ich konnte es nicht genau sehen. Also mir erschien er zu groß für eine B-Klasse. Aber warum war er dann getarnt? Ich konnte nicht rauskriegen, ob er nicht doch hinten einen Auspuff dran hatte. Das war auch nicht zu hören oder so. Das ist ganz schwierig, weil wenn die Dinger einfach aussehen wie normale Autos, wie bei Brenner, kann man das nicht erkennen. Ja, deshalb, bei VW geht es jetzt eigentlich richtig los, obwohl sie ja SUVs bauen wollten. Nein, sie wollen jetzt für ihre IDs, jetzt haben sie einen neuen in Salzgitter, einen neuen Partner gefunden, und zwar hier den koreanischen Konzern SG Innovation.
Und vorher hatten sie es ja auch mit LG und Samsung und die können ja nicht mehr, ne? Samsung sowieso nicht, LG kann auch nicht mehr liefern. Das müssen sie mit dem nächsten und wollen das hier in Deutschland. Und in Zwickau wird ja die ID-Familie Ende 2019 vom Band laufen. Das sind die Teile hier. Ich hoffe, das bleibt so. Ich hoffe, die Teile, die wir gesehen haben auf der IAA, die kommen wirklich. Also das wäre, dem Auto traue ich zu, in irgendeiner Form dem Model 3 Konkurrenz bieten zu können. Wenn die Fahreigenschaften stimmen, wenn die Akkuklimatisierung stimmt, einfach gucken, wie es Tesla gemacht hat und nachbauen, ja? Dann klappt das. Machen, VW. Mann, ich muss ein deutsches Auto haben zum Leasing. Ich kann kein Model 3 leasen. Jetzt versteht das doch mal, Winterkorn. Nicht Winterkorn, wie heißt der Chef von VW? Ja. Nee, der hat auf jeden Fall neulich doch bei Maybrit Illner. Also schon wieder so ein Unfug erzählt, dass diese ganze E-Geschichte Tausende, Hunderttausende von Arbeitsplätze kosten wird. Umschulen. Jetzt, das bringt genauso Arbeitsplätze, wie das Verluste gibt. Ich hoffe, dass ihr nicht die Leute entlasst und andere einstellt, sondern die umschult. Das muss der Weg sein in einer Firma. Da muss aber der Betriebsrat dahinter stehen dann. Das könnt ihr euch nicht rausreden. Ansonsten sagen hier die Ärzte, diese ganzen Autos müssen ohne Rauch auskommen. Ohne Rauch. Also ohne Abgase. Nein, die gingen auch darum, dass man drinnen nicht raucht. Dürfen E-Autofahrer eigentlich rauchen? Keine Ahnung. Und es gibt eine neue Titanic. Ich bin Titanic-Fan, deshalb habe ich das hingeklebt hier für euch und weil da Platz war. Okay, jetzt aber zu den Börsenkursen. Letzte Woche, ja, sah es ja irgendwie so aus, war ein Versuch einer Steigerung, aber dann ging es nicht. Und diese Woche waren dann ja endlich die Zahlen da und zack, tatsächlich jetzt hier positiv und dann, es scheint ein Trend nach oben zu gehen. 21%, Leute, 21% Steigerung in einer Woche. Also in meine restlichen Aktien, die ich da noch habe, sind jetzt zumindest mal wieder beim Null, Nullsummenspiel. Warum? Weil ja, ich habe die ja schon eine Weile hier. Summ, summ, so geht's. Also wir waren da eigentlich schon mal so in der Richtung. So toll ist es jetzt gar nicht, nur weil wir da so total im Minus waren. Und die Trendwende, wenn es die Trendwende ist, ist jetzt etwas früher eingetreten, als die Analysten vor ein paar Wochen gesagt haben. Die haben ja gesagt, es könnte auch bis 190 oder 206 runtergehen. Da war man nicht ganz. Naja, ziemlich knapp. Na? Das wäre ja hier drunter noch gewesen. Also ich sehe da noch und durchaus auch Möglichkeiten, dass nochmal abstürzt, wenn wieder irgendwelche seltsamen Meldungen von Elon Musk kommen. Mann, halte ich jetzt echt mal zurück. Ihr seht es ja hier, Ausraster, paff, angeklagt, delisten und jetzt endlich der Gewinn. Also man sieht schon die Abhängigkeiten des Börsenkurses von Meldungen, obwohl ja die Gewinnmeldung kam eigentlich hier, ne? Und dann war mal kurz der Anstieg, dann haben wieder viele realisiert, also ihre Sachen, ihre Gewinne realisiert, indem sie das hier verkauft haben. Und dann haben die gesagt, ja, das ist eine gute Chance, jetzt nochmal zu kaufen, haben wieder alle gekauft. Und dann steigt es natürlich wieder. Und jetzt muss man gucken, wie es weiterläuft. Guck mal, wo wir waren, ne? Das sind noch ganz andere Dimensionen, in denen wir schon dieses Jahr waren. Im August nämlich. Das war ja hier der Höchstwert. Ja, und über die 12 Monate seht ihr das Auf und Ab hier der Aktie. Totaler hier, also ich sehe es ja, ich habe immer 10% Schritte hier. Wir sind jetzt gerade wieder im dem oberen Bereich so, ne? Aber noch nicht, dass wir durchaus höher sind, als wir schon mal waren. Also das muss man noch beobachten. Die Aktie ist als zur Anlage sehr, sehr gefährlich. Klar kann man jetzt sagen, jetzt kommt die Gewinnzone, da wird sie vielleicht auch schneller nochmal steigen. Kann aber auch sein, dass viele Leute dann sagen, nee, jetzt nehme ich das ein bisschen mit und hier, sobald sie da oben bei den hier so bei 325 rum ist, bei dem letzten Höchststand, dann verkaufen wir wieder alle und schon bricht der Kurs wieder ein. Also das ist alles sehr, sehr schwierig mit diesen Meldungen. Positive Meldungen führen nicht unbedingt zu einer Steigerung des Aktienwertes, nicht unbedingt, oder zu einem Kaufsignal. Das ist nicht unbedingt so. Es kann auch sein, dass man meint, es kann jetzt nicht mehr besser werden und alle wieder verkaufen. Ja, ich sage ich mit meinem laienartigen Verständnis hier, mir wird ja immer in den Kommentaren vorgeworfen, lange halten und was weiß ich bin eher Zocker. Ja, und deshalb hier 29. Woche, wir sind schon 30. Woche, seht ihr jetzt hier, natürlich durch Tesla, lup, 7.000 Gewinn hier bei Tesla jetzt wieder. Hammer, sind wir ein bisschen besser dran, wir sind aber immer noch im Minus mit 5.000. Warum? Weil Daimler ist immer noch unterstes Ende hier, hat sich zwar nicht arg bewegt. Und da oben gab es eine kleine Verschiebung bei BYD. Volkswagen ist auch runtergerutscht. Das stand eigentlich schon mal besser. Ja, die anderen sind abgeschlagen. Mein Pseudo-Depot hier, was wir ja vor 30 Wochen mal angelegt haben, lebt nur vom Tesla und vom Tesla-Gewinn. Und
Ja, das muss man einfach wissen. Die anderen haben ihre Erwartungen nicht erfüllt. BYD hat jetzt gerade wieder eine Kurve genommen hier. Muss man gucken. Die anderen sind alle im Abwärtstrend. Versuche, aber ansonsten, ich denke, Volkswagen muss sich jetzt endlich zu E-Autos hier committen und zur Zukunft und dann wird es auch anders dort aussehen. Weil es reichen ja normalerweise die Ankündigungen und nicht das Umsetzen. Also Sie wissen mal, die Ankündigungen brauchen Sie. Was ein BYD ist, weiß ich nicht. Ja, Fanclub, Fanseite, ich sag's nochmal, Dankeschön an alle, die gekommen sind, Model 3 anzugucken bei mir. Super Sache, fand ich. Und nochmal auch danke an alle Patreons. 77 Patreons habe ich jetzt, ganz tolle Geschichte. Und auch über PayPal kam nochmal einiges rein. Wenn ihr auch einen Gegenwert haben wollt, könnt ihr gerne noch ein paar T-Shirts oder Buttons, ich habe meine Buttons nochmal alle verteilt, Buttons und Tassen und sowas kaufen. Ihr könnt die auch selber ein bisschen umkonfigurieren und kombinieren, die Logos, Sachen, die ich da jetzt da so drauf habe. Da habe ich auch, kriege ich auch einen gewissen Anteil dort und das ist auch für die Unterstützung von dem Kanal. Und nochmal ganz klar, hier wer nochmal sich für das Intro, Outro von meinem Sohn da unterstützen will. Wir sammeln ja, ich habe gesagt, mal 500 € als Anteil, ja, ungefähr die Hälfte für seinen neuen Rechner. Will ja unbedingt ein MacBook sich zulegen und dafür komponiert er uns ein neues Intro, Outro. Wer sich da noch beteiligen will, das lassen wir noch ein bisschen laufen. Ja, Model 3, jetzt sind wir endlich beim Kernthema Model 3. Und erste Meldung war nochmal geringfügige Korrekturen hier der Preise jetzt nochmal bei Tesla sind da nochmal gemacht worden. Okay, die mittlere Reichweite ist etwas teurer geworden davon. Die Langstrecke ist etwas billiger geworden um 1000 Dollar. Okay, und jetzt nochmal die Ankündigung auch von Elon Musk in dem Quartalsbericht. Er sagt, Februar, März 2019 werden wir in Europa das kriegen und die Grundversion wird leider auf sich warten lassen noch, also die günstigste Version jetzt, sondern wir werden wahrscheinlich auch von den beiden anderen, der mittlere Range und Long Range, leben müssen. Und wie gesagt, die Ankündigung, Idee ist, dass wir dieses Jahr vielleicht schon konfigurieren können. Ich sage weiterhin, Ende März, Ende erstes Quartal werden wir hier die ersten Autos in Deutschland sehen, ist meine Prognose weiterhin. Und ich sage ja öfters, hier, das hier sind auch die Europreise, weil ich immer sage, den Dollar nehme ich, dann mache ich eine Umrechnung auf Euro plus die Überführung plus unsere Mehrwertsteuer und dann kommt ungefähr ein Wert raus, der eigentlich dem ursprünglichen Dollar entspricht. Ja. So sehe ich das im Moment. Kann man natürlich auch anders sehen. Also man muss da gar nicht groß rumspekulieren. Ich würde deshalb auch sagen, hier, das ist mal so ein Hinweis für uns, die 45 ist ein hoher Wert, nämlich also unter 40.000 werden wir das Auto wohl, wenn das so sich hält mit der mittleren Range hier, kaum bekommen. Eher teurer. Ja. Wir haben ein bisschen höher auch kalkuliert bei Drive Tesla 3.0. Vielleicht müssen wir da sogar ein bisschen mehr noch reinlegen, wenn wir wirklich eine Maximalausstattung wollen. Dann sind wir natürlich hier unten. Also ja, ist ein bisschen schwierig, ist ein bisschen Milchmädchenrechnung hier, einfach nur, dass man so leichte Hinweise hat. Ich erzähle den Leuten immer, das Auto wird für 40.000 kommen. Ah, ich weiß nicht. Ich will ja auch, dass man schon merkt, es ist ein Massenmarktauto. Es kommt auf jeden Fall noch eins, das Model Y. Und da geht Tesla diesmal tatsächlich so vor, das jetzt nicht zu verkünden. Das dauert noch eine Weile, damit nicht alle wieder aufs Model Y warten und kein Model 3 mehr kaufen. Es wird vermutlich auf der Basis vom Model 3 sein, aber so Mini-SUV-mäßig und vielleicht sogar die Flügeltüren haben. Na, wollen wir mal schauen, wann das vorgestellt wird. Ist März 2019 ist das so angekündigt. Also auch Ende des ersten Quartals. Also wenn das kann so ein bisschen gleichlaufen mit der Einführung des Model 3 dann hier in Deutschland, in Europa. Ja, Europa und Deutschland ist nicht dasselbe, muss man auch immer noch wissen. Wie sieht es beim Tracker aus? Die bestätigten Zahlen sind jetzt hier noch nicht ganz drin bei Bloomberg, aber man sieht hier so, der Trend ist schon in dem Bereich. Wir haben noch Steigerungen, leichte, aber über die 4.500, ja, da wird sich so wohl so ein bisschen einpendeln in dem Bereich. Und aber es ist natürlich kontinuierlich. Das läuft jetzt einfach jede Woche weiter und die Autos werden produziert. Und ich habe so das Gefühl, ab 200.000 produzierten Autos kommen sie nach Europa. Das habe ich schon von Anfang an immer gesagt. Das ist so meine Interpretation im Moment der Zahlen. Ansonsten geht es weiter aufwärts. Man muss gucken, dass hier Fins gezogen werden und auch die Rückmeldungen kommen. Wenn hier irgendwann mal was passiert, dass dir das nicht mehr weiterläuft, dann ist wahrscheinlich ein Problem. Aber die Prognose ist noch, nein, das wird nicht sein. Es wird un weiter unten laufen hier. Man sieht die Kurve eigentlich, die bleibt jetzt da. Es kann sogar sein, dass wir hier ein Plateau kriegen. Ja, dass mehr gar nicht geht. Das werden wir mal sehen. Auf jeden Fall müssen wir uns jetzt vorbereiten, auch für Drive Tesla 3.0. Das ist ja die Aktion, dass wir
mit 6 Teilnehmern das Auto zusammenkaufen. Wir haben jetzt im Moment hier noch mal 66.000 geplant. Es kann sein, dass man ein bisschen mehr brauchen, dass man doch in Nähe von 70.000 brauchen, um das auch inklusive der Versicherung zu machen. Die Versicherung werden nämlich gerade alle gekündigt von Teslas. Da muss man jetzt mal nachfragen, ob die schon eine Idee haben fürs Model 3, so ein Auto, wie man das versichern kann. Da haben wir leider noch gar keine Infos. Und wenn wir wirklich eine maximale Ausstattung wollen, ist es noch weiter drüber. Kann jetzt aber auch sein, wir haben ja die Idee ist jetzt, dass wir ja 4 Autos oder so haben. Und jetzt nochmal der Aufruf extra vom Andreas, der ist ja eigentlich in der Schweiz. Der hätte gerne nochmal, dass sich die Schweizer alle nochmal bei ihm melden oder auch nochmal ein höherer Zuschauer aus der Schweiz, die sagen, ja, ich könnte mir das so vorstellen, dass ich das mir teile mit 6 Leuten so ein Auto und dann 2 Monate im Jahr fahre und danach verkauft man es ja auch wieder, und dann kriegt man den Restwert, ist dann aufgeteilt, dass man es nicht komplett finanzieren muss. Wer da mitmachen will, bitte nochmal beim Andreas melden und vor allem auch der Kollege, der in Horb dabei war, da hat er irgendwie die E-Mail-Adresse nicht mehr. Bitte nochmal melden beim Andreas. Hier unten ist seine E-Mail, dass du da mitmachen willst. Ja, ich würde auch mal sagen, dass die im Stuttgarter Raum sind, also die mit mir zusammen so ein Auto betreiben wollen, ich glaube, der Manfred ist noch da, ist auf jeden Fall dabei. Manfred, du bist auf jeden Fall dabei. Und dann fehlen uns noch 4. Wer sind die 4 anderen, die hier im Stuttgarter Raum mit uns das machen wollen? Weil wir müssen uns jetzt ein bisschen zusammensuchen. Der Andreas sucht seine Leute nämlich auch schon zusammen. Wir müssen wahrscheinlich dann ja im Dezember irgendwann mal die Einzahlungen machen. Und dann muss man auch wirklich den Vertrag unterschreiben. Alle Vertragsbedingungen könnt ihr euch hier angucken. Ja, super Sache. Und wenn noch sonst mitmachen will, einfach nochmal melden. Wir haben das nur mal in den Rahmen organisiert. Ihr könnt euch den Rahmen da angucken. Und wem das zusagt, dann kann man das machen. Wir haben jetzt nur gedacht, wenn so viele sich melden, dann kann man das auch lokal ein bisschen organisieren und dann kann man vielleicht auch diese 2 Monate nochmal anders splitten, sogar im Wochenbereich fahren, wenn man dann einfach das Auto auch tauschen kann. Es darf halt nirgendwo rumstehen. Ja, und wir rechnen weiterhin nach der Bestellung irgendwie eher mit 4 Wochen Shipping, Lieferung und so weiter, aber da müssen wir erstmal hin. Also deshalb denke ich, Dezember ist wohl dann realistischer, dass wir da erst bestellen können. Ob wir vorher jetzt schon irgendeine Konfiguration sehen, wäre natürlich schön, dann würden wir mal die Preise sehen und wissen, ob CCS eingebaut ist und solche Scherze. Ja, die neuen Dinge, was ist denn das eigentlich jetzt? Was kommt denn da eigentlich so? VW denkt sich neue Waschanlagen. Nee, eben keine Waschanlagen. Wer keine Zeit hat, in die Waschanlage zu gehen oder selber zu waschen, der kann sich einen Waschservice jetzt holen bei VW. Ja, coole Sache. Es sind Serviceleistungen, die eigentlich demnächst jetzt hier kommen. Naja, gut. Ich war ja bei Ionity hier, bei meinem Supercharger von Ionity, Superlader von Ionity im Grübingen. Das ist bei mir hier jetzt 7 Kilometer entfernt. Da war ich jetzt schon ein paar Mal und die haben 8 Euro pauschal. Inzwischen haben wir es ja auch in Gang gekriegt, dass es mit Maingau läuft. Da zahlt man dann nur 1,50 Euro oder sowas zum Vollladen. Mit dem Ionic halt, mit 20, 25 Kilowatt, die man da so reinkriegt. Und habe jetzt noch schon zweimal geladen und einmal ist es auch dokumentiert worden hier, die 3 von der Ladesäule bei Tesla Markus. Und wir sind weiterhin der Meinung, da kommen die 350 Kilowatt auf keinen Fall raus, also mit dem Stecker nicht. Wir haben jetzt ja einen besseren Stecker da in Jettingen-Scheppach gesehen. Doku ist bei der Überführungsfahrt vom Model 3 mit drin. Ja, ich mache demnächst nochmal ein Video hier. Im Moment wird dort nicht abgerechnet. Man muss sich mit Maingau authentifizieren, also mit dem Personalausweis oder Führerschein geht es nicht. Der nimmt er zwar kurz an, aber dann verweigert er das. Beim Maingau macht er later und rechnet aber nicht ab. Ja, und der Ioniq zeigt dann am Ende irgendwas knapp über 200 Kilometer Reichweite bei 94% geladen. Auf jeden Fall eine gute Geschichte, weil ich stehe da kaum 20 Minuten, also maximal 30 Minuten. Hier jetzt 25 in dem Fall, habe ich es nochmal auf 5%, da hat er 30 Minuten gebraucht. Das ist echt, da kannst du fast daneben stehen bleiben. Das ist wie tanken. Jo, ich hoffe, dass die Konas kommen irgendwann mal jetzt. Das wäre auch eines der nächsten Autos, was ich gern mal intensiv für euch testen möchte. Ich habe ja gerade den Ioniq. Den finde ich im Winter nicht so gut, weil er dann doch am Ende, da kann man das nicht mehr nutzen. Da muss man fast 50% muss ich mir dann immer so Reserve halten. Und ich fahre halt immer 60 jeden Tag. Da muss ich doch ziemlich oft aufladen. Muss mal gucken, dass ich jetzt ein Auto kriege übers Winter, das ein bisschen mehr Reichweite noch hat. Model 3 hatten wir. Und ansonsten würde ich nochmal den Leaf gerne im Winter probieren, wegen dem Rapid Gate, ob der sich im Winter anders verhält beim Laden, ob er da dann nicht so stark sich erhitzt beim Laden und dann vielleicht auch mehrfach laden geht. Das wäre nochmal interessant. Und
Weiß nicht, sonst ansonsten würde ich nochmal auf irgendwas zurückgreifen, was mir dann in Stuttgart auch stehen haben. Ich weiß, es kommt noch ein voll ausgestatteter E-Golf, das wäre auch nochmal was, obwohl der natürlich in der Miete etwas teurer ist. Es ist ja abhängig von dem, was die Autos gekostet haben. Auf jeden Fall, gerade mache ich ein paar Videos für euch vom Model 3, die Überführung und die erste Eindruckvideo und mal so eine Rundfahrt, um den Verbrauch hier anzugucken. Ja, bei der Überführung hat man irgendwas von 17,4, weil sind wir hauptsächlich Autobahn gefahren, war sehr gut. Dann die Alp runter habe ich nur 13 verbraucht, weil da hat er ziemlich stark rekuperiert. Und dann mal meine Ausflugsfahrt da am Sonntag über die Schwäbische Alb hatte ich nur 12,5. Ganz tolle Werte. Ich habe dann extra nochmal eine Ökofahrt gemacht. Da war es dann nicht mehr so zu kriegen. Ich weiß nicht warum. Es war fast, als ob die Heizung plötzlich so viel verbraucht hat. Aber ich werde das nochmal für euch dokumentieren. Ansonsten auf jeden Fall unter 20, also deutlich unter 20. Ja, nicht so niedrig vielleicht wie ein Ioniq. Das hatte ich erst gemeint. Ist es aber nicht. Der Ioniq im Vergleich ist gerade ziemlich bei 11 oder 12 nur. Gleiche Fahrten, gleiche Witterung. Also ja, bisschen kälter schon. Aber das Model 3 hat einen deutlich geringeren Verbrauch eigentlich als das Model S. Und in der Größenordnung von jetzt so einem Ampera E oder so, auf jeden Fall. Und auch der Leaf war auch nicht so toll, glaube ich, im Verbrauch. Der Ioniq ist halt immer so einfach nochmal abgesetzt. Da kommt er nicht ganz dran. Also da kommt das Model 3, glaube ich, nicht ganz dran an den Ioniq, aber an die anderen Autos eigentlich schon. Und es ist ja größer, muss man ja wissen, schwerer, größer und hat eigentlich viel mehr Power und so. Also. Wir sind ja nicht langsam gefahren hier auf der Autobahn. 120, 130 sind wir gefahren, ne? Jo. Mal schauen, wie es jetzt läuft, weiterläuft mit den Sachen. Vielleicht kriegen wir auch nochmal die Möglichkeit, einfach nochmal das Model 3 auch mal auf eine Langstrecke zu gucken. Ansonsten, wie gesagt, beim Stefan Möller am Nextmove-Kanal gibt es ja auch verschiedene Videos schon zu den Verbräuchen drin. Habe ich auch teilweise hier schon gebracht. Jo, ich muss die Termine ändern für nächstes Jahr. Es läuft uns jetzt langsam raus. Das müsste ich eigentlich streichen hier. Das Testival ist morgen. Alle auf den Hockenheimring kommen noch, ne? Also ganz schnell. Es gibt sogar noch Model 3 Fahrten, ne? Könnt ihr noch euch anmelden eventuell oder zumindest mitfahren, aber anmelden für. Es gibt noch ein paar frei, habe ich gehört. Und dann ist der Cannonball, da habe ich jetzt den richtigen Termin hoffentlich drin. 17.11. haben alle gesagt. Von Hamburg nach München. Ja, es hat mir jemand angeboten, mitzufahren. Ich komme halt nicht nach Hamburg. Wie soll ich denn nach Hamburg kommen? Also müsste ich hinfahren mit der Bahn und dann mit dir runterfahren. Danke fürs Angebot, aber wahrscheinlich da an dem, ich muss das auch langsam ein bisschen auslaufen lassen jetzt zum Jahresende. Ich muss mal gucken, wann die nächsten Termine tatsächlich Anfang nächsten Jahres sind, alle noch vor der IAA dann. Da sind wir bei mir, die ganzen Messen und so Zeugs. Ja, ich werde es wahrscheinlich auch so halten. Jetzt werde ich einfach mal alles reinkippen an Terminen, was ihr mir so sagt auch. Ich habe das ja eigentlich bisher immer nur gerankt, die Sachen, die ich jetzt so besuche oder die bei mir in der Nähe sind. Nee, jetzt mache ich mal einfach alles rein, was ihr so sagt, was relevant ist. Also meldet mir gern Termine, dann nehme ich die hier auf. Machen wir mal einen großen Terminkalender. Ja, wie gesagt, morgen treffen wir uns in Hockenheim. Es ist Freitagabend. Und ganz toll, ich mal schauen, wie es dort wird. Und ich habe als Abschluss für euch noch ein Trailer von Disney. Ne? Ja, ich kam heute vorbei, da hab ich gedacht, den nehme ich mal für euch rein. Vielen Dank fürs Zuschauen an euch und bis nächste Woche, beziehungsweise bis morgen, falls wir uns in Hockenheim sehen. Dann wollen wir dich mal einstöpseln. Biffy oder Biffy? Sehen wir nach, was es ist? Hallo, jemand da? Und wir sind online. Hey, warte auf mich! Warte! Wir sind im Internet! Heilige Scheiße, geht's hier ab? Das ist ja der Wahnsinn! Wow, so ein Riesenhaus! Google, da sollten wir mal nachsehen, was das ist. Weiterleitung zu eBay. Der nächste Artikel ist ein Gemälde auf schwarzem Samt von einem traurigen Kätzchen, das Einstiegs. 300! 305! 320! 325! Oh Mann, der spielt echt gut! Pass mal auf! 27 und 1! Verkauft! Ja! Ich brauche nur eine Kreditkartennummer. Was? Eine Kreditkartennummer? Sir, es kostet 27.000 und einen Dollar. Dollar? Wie Geld? Wir sind lauter durchgeknallte Freaks. Du weißt nie, was als nächstes passiert. Ihr spielt alles verrückt. Wir müssen hier raus. Mitkommen, Kleine. Was passiert hier?
Das Internet bricht zusammen. Oh nein, ich raste komplett aus. Komm schon, Ralf! Mir reicht's jetzt! Was? Drecks Internet? Chaos im Netz. Hey, wo gehst du da hin? Pfannkuchen. Oh, wie cool, lass mich mal. Pfannkuchen? Pfannkuchen, 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 Pfannkuchen. Hau rein, Hoppelhäschen. Ralf, vielleicht fütterst du zur Abwechslung jetzt mal das Kätzchen. Nein, das Kätzchen kriegt den Milchshake. Das Häschen kriegt den Pfannkuchen. Jo. Tschüss.